Da haben wir jetzt aber, da ist auch keine Telefonnummer oder sowas drin, ne? Ich glaube, das Buch ist eher da, um halt ein bisschen Hintergrund zu vermitteln. Und hier und irgendwo fehlt da hier an dieser Stelle fehlt noch ein ganzes Stück, aber ja, ne? Wenn ich was tun soll. Gehen wir halt wieder runter. Sie wacht nicht nochmal auf. Okay. Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich dir nicht irgendwas geben? Nein, kann ich nicht. Ich habe nichts, was ich dir anbieten könnte. Und bei euch genauso wenig. Und ich kann dir sonst auch nichts machen. Ich brauche eine bessere Nummer wie Nummer 2. Aber ich kann dem jetzt auch nichts geben, oder? Kann ich nicht. Ich gebe dir mal den Stift einfach aus Spaß. Nein. Ah, siehst du die Anzeige? Ich habe Nummer 2. Ich bin fast dran. Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Was? Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann ein Ticket? Klar, wenn ich noch da bin, wenn du zurückkommst. Aber wie soll ich denn das rausfinden? Kann ich nicht mit dem anderen noch tauschen? Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Davon habe ich ja nichts. Tut mir leid, aber nein. Und du? Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Ich würde dir gerne helfen, aber ich muss mir jetzt selbst helfen. Also, nein. Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nicht wirklich, nein, kein Interesse. Okay, also ich muss dem sagen, was er für eine Krankheit hat. Steht es zufällig in diesem Buch, das wir einfach rumschleppen, ohne es zu benutzen? Nein, natürlich steht es da auch nicht drin, es war ein Scherz. Und ich muss gleich niesen. Moment. Okay, fertig. So, kann ich nochmal mit dir reden? Psst, du bist noch nicht dran. Okay, ich habe auch nichts, was ich dir als Stricknadel oder so geben könnte. Ja, okay, das wissen wir auch schon. Wie kann ich in dem... Oh, die alles weiß, ist Mutter Mabuka. Kann ich mit dir nochmal reden? Hallo? Kannst du bitte wieder aufwachen, Mabuka? Ach, ich habe so viele Fragen. Was bedeutet es, der Schlüsselhüter zu sein? Okay, nein. Dann gehe ich mal zu dem Auge. Vielleicht kann die mir ja helfen. Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, an welcher Krankheit die Kreatur mit der Ticketnummer 2 leidet? Er wartet im Wartezimmer. Schauen wir mal. Ah, ich sehe ihn, aber so wie ich das sehe, ist das keine Krankheit. Es ist nur ein Kopfschmerz, ausgelöst durch zu wenig Leid in ihm. Wow, kann man ihm irgendwie helfen? Ich brauche sein Ticket. Ja, wenn du so viele Tränen meinst, dass du diese Flasche füllst, geht es. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen von echtem Leid verursacht werden. Das wird kein Problem sein, mein Leben ist momentan sehr problematisch. Ich dachte, alles wäre besser, wenn mein Kätzchen und ich nach Hause kamen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist total verrückt. Es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut.
Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mabuko sagte, dass ich für etwas ausgewählt wurde. Aber sie ist wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht. Ich brauche meine Katze. Die Umarmungen von Mr. Midnight sind mein größter Trost. Ich will ihn nur finden, damit wir nach Eterstar gehen und glücklich sein können. Oh. Herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Die Flasche ist nun gefüllt mit deinen Tränen. Gib sie dem Wesen, das dein Ticket hat. Jetzt geh. Geh jetzt, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Tschüss. Okay. Auf, zurück zu dem Typen mit der Nummer 2. So, bitteschön. Hier, trink das, dann fühlst du dich besser. Oh, willst du mich vergiften? Ha, ist süß. Schauen wir mal. Schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, ich bekomme dein Ticket, wenn ich dir helfe. Okay, okay, bitteschön. Yay. Und danke, deine Tränen schmecken sehr, sehr lecker. Ach, du Arsch. Hau ab. Yay! Zufällig, ganz zufällig, dürfen wir jetzt da. Psst, du bist noch nicht dran. Hallo? Ich hab das Ticket Nummer 2, ja? Hallo, Patient Nummer 2. Wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Nun, nicht wirklich. Sie haben gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank, ich habe mein Kätzchen verloren und ich will ihn wiederfinden. Ein verlorenes Kätzchen? Keine Sorge, das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück gehabt. Viele verlieren stattdessen den Verstand. Ha, Glück. Wie bekomme ich denn einen Termin? Ah, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Ernsthaft. Warum muss ich sie anrufen? Warum können wir nicht jetzt einen Termin ausmachen? Oh, das wäre ja albern, denn jetzt gerade warte ich auf deinen Anruf. Ach, na gut, ich rufe dann mal an. Ach, was ist denn das für ein Haus? Wo sind denn wir gelandet? Kein Wunder, sind wir in der Irrenanstalt gewesen. Ja, sie sagt, ich soll anrufen, um einen Termin zu machen. Friend Bow hier. Ich habe jetzt Zeit. Nein. Ich habe Augen. Wirklich? Okay. Wir sehen uns in einer Minute. Gut. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Alter. Das wird immer weirder, das Spiel. Es wird immer komischer. Was soll denn das? Jetzt aber. Hallo, Patient Nummer 2, haben Sie einen Termin? Ja, Friend Bow ist mein Name und der Termin ist jetzt. Ich schaue mal ins Archiv. Ja, da sind Sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die rechte Tür gehen. Okay, danke. Da bin ich ja mal gespannt. Hallo? Willst du da vielleicht... Hallo? Tut mir leid, habe ich Sie erschreckt? Sie sehen recht blass aus. Puh, ja, ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Oh, danke, glaube ich, wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Ist mir eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Und tschüss. Ich dachte, das sei der Doktor. Oh, hi. Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden. Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remor, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remor, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du Dr. Dale angetan?
Ich genieße es sehr, das Leiden aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Ich benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Du trickst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe? Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich, einfach zu verderben. Oh je, sehen wir jetzt gleich, was wirklich passiert ist. Nein, nein, das kann nicht sein. Hör auf! Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Hör bitte auf. Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Ich habe meine Eltern nicht umgebracht. Habe ich nicht. Das Monster will mich reinlegen, das weiß ich. Jeder hier ist verrückt. Ich muss mein Kätzchen finden und abhauen. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Dass Fran der Täter war, dass Fran wirklich ihre Eltern getötet hat, das hatte ich ja früher schon vermutet, aber... Wie soll denn ein 10- oder ein 11-jähriges Kind zwei erwachsene Menschen zerlegen? Also wirklich zerlegen? Ich meine, die muss ja durch Knochen schneiden und so Zeug. Vor allem mit einem Küchenmesser. Andererseits in diesem Spiel. Ja, das ist ein Spiel. Von dem her, es muss nicht unbedingt Sinn ergeben. Trank mit Wasser, gut. Wenn ein Kamerad vorbeikommt, weiß ich, was ich tue. Oder wenn ich Durst habe. Das Rückgrat. Jeder Mensch hat so etwas. Ich kann immer ein Gespräch so anfangen. Hallo, wir haben beide ein Rückgrat. Ist das nicht super? Hihi, ohne Haut würden wir lustig aussehen. Okay. Warum hast du das? Warum hat das Gehirn zwei Seiten? Das Gehirn hat viele verschiedene Teile. Wie eine komplizierte Maschine. Jetzt ist mir unfassbar unwohl dabei, Friends zu spielen. Ich weiß auch nicht. Oh. Kätzchen, mein Liebling, ich bin für dich da. Geht es dir gut? Kätzchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Miau, miau. Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu das nicht. Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du wieder mit mir sprechen kannst. Bring dich nach Iterster, mein Liebling. Palantras kann uns helfen. Nichts wird uns je wieder entzweit. Das verspreche ich. Miau. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Was ist das? Oh, eine Spritze. Eine Spritze mit einer roten Flüssigkeit. Was ist das bloß? Ja. Das brauche ich nicht. Hier. Jemand muss Gehirne und Köpfe sehr mögen. Röntgenbilder, das muss Dr. Derns Kopf sein. Und das ist der Oswald, oder? Der alte Mann schon wieder, Dr. Oswald. Hallo? Dr. Dern, geht es Ihnen gut? Aufwachen, bitte Dr. Dern, wachen Sie auf. Leben Sie? Ach, wie kann ich ihn nur aufwecken? Ja, ich würde einfach mal den Hebel umlegen. Was macht dieser Hebel? Grillen, der Hebel grillt. Dr. Dern, geht es Ihnen gut? Aufwachen. Bitte, Dr. Dern, machen Sie auf. Okay. Das hat ihn jedenfalls nicht aufgeweckt. Jetzt kann ich hier sonst auch nirgends hingehen, oder? Die Spritze? Muss ich ihm die Spritze geben? Vielleicht weckt ihn das auf. Oh, das böse Gesicht, das sie macht. Ah, verdammt, was war das? Keine Sorge, Dr. Dern. Ich bin's, Fran. Was? Ich sehe nicht so gut.
Fran Bau aus der Oswald-Anstalt. Wir waren auf dem Friedhof, erinnern Sie sich? Fran, was ist geschehen? Warum bin ich auf einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche Ihnen zu helfen. Das große Monster brachte Sie her. Wir müssen los. Komm schon, Fran. Monster? Ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Okay, es war überhaupt kein Monster. Ich möchte nur helfen. Aber was macht sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Ah, das habe ich getan. Ich habe doch gesagt, sie ist schwer zu zähmen. Soll ich sie für sie loswerden? Nicht loswerden? Tante Grace, warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Wie niedlich, du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennen sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? Wie in Oswald-Anstalt? Ja, Fran, der gleiche alte Mann. Woher kennen Sie meine Mutter und meine Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die großartige Komplexität von Zwillingen untersucht. Lucia und Grace waren Teil meiner Studien. Sie verhalfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat ganze Arbeit geleistet. Seine Manipulationsfähigkeiten sind außerordentlich. Ich verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Immerhin warst du das, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remo? Warum jagt er mich? Sagen Sie es mir. Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete und machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben. Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz steht in Verbindung zu Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte. Tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, sei nicht so böse zu mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir, mein Kätzchen. Gehen wir. Mein Kätzchen und ich finden einen Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Komm schon, wir gehen. Oh Gott, ich vertraue dir nicht. Die wird uns jetzt auch umbringen. Okay. Geh mit deiner Tante, Fran. Ist das nicht das, was du willst? Oh Gott, das ist so eine kranke Geschichte. Und die wird uns jetzt umbringen. Und deswegen haben wir auch die ganze Zeit das blutige Messer dabei. Weil wir auch ein kleiner Mörder sind. Fran, mein Schatz, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollen gut auf dich aufpassen, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Damit das geschehen kann, musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Und dann wird alles gut werden? Natürlich, aber es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Katze, nein! Nein, nein, Kätzchen. Komm schon, Fran, hör auf zu weinen. Die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen besten Freund getötet. Du hast auch mitgeholfen, meine Eltern zu töten, oder? Oder? Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Ich hasse dich. Ah, ich hasse dich. Hör auf, Fran, bitte. Hilfe, Hilfe. Bitte, Hilfe. Das ist ein 10-jähriges Mädchen. Du kannst dich doch wehren gegen die. Wag es ja nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster. Oh mein Gott, sie ist total verrückt. Bring sie zu mir. Ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss jetzt das Gehirn extrahieren. Fran, geht es dir gut? Was haben sie mit ihr gemacht? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Dern. Fran war krank.
Aber sie blutet. Ich kümmere mich um sie. Nein, das werden sie nicht. Sie gehört jetzt mir. Ich habe seit vielen Jahren auf diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht, das richtige Gehirn. Jetzt, da ich sie habe, kann mich nichts aufhalten. Oh, Fran, alles wird gut werden. Wer sind Sie? Ich bin Edward, der über den viele Kinder reden. Aber Sie sind kein Mensch. Ectobro, Ectoprote, Palantras, Monarchist. Oh. Goska, Edward, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, bleiben Sie von dem Mädchen weg, lassen Sie sie in Ruhe. Oh, Mr. Midnight. Die kleine Fern muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst den gleichen Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht gänzlich fort. Los geht's. Oh, Mutter Mabuka, du hast die Unschuld des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf, Fran, und du wirst zum Licht gehen können. Was ist passiert, Edward? Palantras? Mein Kopf tut weh. Mr. Midnight, wie? Kätzchen, du lebst! Ich habe dich so vermisst. Bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? Okay. Dr. Dern, schauen Sie, das sind Edward und Palantras. Ich habe Ihnen von ihnen erzählt, aber ich habe Ihnen gesagt, sie sind echt. Glauben Sie mir jetzt? Kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Mabuka. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er mitkommen? Bitte, er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen und mir helfen. Wir können ihn nicht mitnehmen, tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass all das ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, nichts von all dem ist passiert. Aber wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Verstehe. Naja, das ist wohl okay, solange er sicher ist. Das ist sehr nett. Endlich siehst du weiter als deine eigenen Wünsche. Du wirst eins mit allem werden. Deine Eltern werden sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Ah, danke, Palantras. Oh. Schicken wir Dr. Dern nach Hause. Marcel Dern, Uranum Vekma Sudensla Ecto. Wiedersehen, Dr. Dern. Gehen wir, Fran. Es ist so viel, das du sehen musst und lernen musst. Hihi, das klingt nach Spaß. Auf geht's, Kätzchen. Vieles weiß ich immer noch nicht. Aber eins weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. Okay, dann haben wir jetzt Fanboat durchgespielt. Oh. Das Spiel ist einfach ein einziger Mindfuck, ohne Witz. Aber richtig gut. Oh. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll.
German Translation Thomas Rainbird LP Schneiders. Aha. Bitter ist gut. Das, oh. Mich hat es definitiv fertig gemacht. Also, lasst uns das doch mal versuchen, nochmal zusammenzusetzen. Also, Fran. Nee, erst war der Oswald und der hat Versuche an Zwillingen durchgeführt. Und Lucia und Grace waren Zwillinge? Ja, und irgendwie wollten die dann an der Fan irgendwas noch? Und, oh, ich weiß nicht, also die Hälfte verstehe ich irgendwie immer noch nicht. Ich glaube, das müsste man wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal durchspielen, um alles zu kapieren. Ja, das ist irgendwie dieses... Wie soll ich das beschreiben? Diese irre Welt, in der Fran lebt, greift irgendwie trotzdem noch in die richtige Welt über. Deswegen hat ja auch der Dr. Dern am Ende die ganzen Leute gesehen. Ach ja, ist schwierig zu verstehen, finde ich. Aber ein geiles Spiel. Großes Kompliment an die beiden Entwickler von Kill Monday. Und ich hoffe, dass noch viele solcher Spiele kommen werden. Wow. So. Ihr müsst euch vorstellen, das sind zwei Leute. Zwei. Die das quasi im Alleingang entwickelt haben. Also klar, mit viel Hilfe, wie ihr gerade gesehen habt. Aber wow. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es werden noch einige solcher Spiele kommen. Und... ich hoffe, wenn euch das Spiel gefällt, dann holt ihr euch das selber und spielt es selber durch. Das ist echt ein Erlebnis. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber zocken. Ja, macht's gut. Ciao.